Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute ein XXL Food Haul. Ich habe es die ganze Woche irgendwie nicht so wirklich geschafft, einkaufen zu gehen. Ja, das Wetter war auch ziemlich toll und dann wollte ich das lieber ausnutzen und war viel am Kanal spazieren. Dementsprechend, ja, sind unsere Vorräte zu Neige gegangen und ja, starten wir direkt. Also ich fange jetzt mit dem an, was mich heute am meisten beschäftigt hat. Und zwar habe ich zwei Säcke diese Bio-Orangen geholt. Da haben jetzt 1,5 Kilo 2,89 Euro gekostet und die sind ja dann nicht gespritzt. Und ja, die anderen Orangen, also die konventionellen, die sind ja meistens gewachst mit diesem, ja auch dieses E914 und das soll ja tierischen Ursprung sein oder das E904. Bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls ist das tierischen Ursprungs und ich finde das sehr schwierig, weil die Bio-Sachen, also alle, die mich jetzt schon länger kennen, die wissen ja, ich kaufe nicht so Bio, weil ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube, die Bio-Sachen sind einfach mit anderen Sachen gespritzt, die jetzt noch nicht so weit erforscht sind. Und in ein paar Jahren kommt dann heraus, ja, das war doch schädlich und es kostet halt einfach alles sehr viel mehr. Ich habe das verglichen, also die 1,5 Kilo haben 2,89 Euro gekostet und die konventionellen Orangen haben für 2,5 Kilo 2,29 Euro gekostet. Und des Weiteren habe ich gehört, dass ja für die Bio-Produkte, da wird halt, ich glaube, Rinderblut dann gedüngt oder versprüht auf die Felder und alles und Hornspäne, so, also die Hörner von den Rindern werden ja abgesägt oder wie auch immer und gemahlen und das kommt dann halt auf die Felder und das wäre ja auch tierischen Ursprungs und deswegen bin ich da immer zwiegespalten und ich ja weiß jetzt nicht, was ich holen soll und deswegen mache ich jetzt einmal Bio und einmal nicht Bio. Wie macht ihr das denn? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Und ich hatte ziemlichen Hunger heute Morgen. Ich bin ohne Frühstück aus dem Haus. Es war ein bisschen stressig. Und habe mir dann den Orangensaft geholt. Den habe ich direkt im Aldi zur Hälfte getrunken. Und da weiß ich ja jetzt auch nicht, was das für Orangen sind oder ob die gespritzt sind oder wie auch immer. Ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das handhabt, ob ihr da einen Tipp habt, außer ganz drauf zu verzichten. Ja. Dann habe ich zwei Dosen junge Erbsen geholt und zwei Dosen Mais. Dann habe ich den Haferdrink Calcium zum ersten Mal, meine ich, im Aldi gesehen. Und ja, ich muss sowas immer mitnehmen, wenn ich sowas noch nicht ausprobiert habe. Meistens mache ich mehr meine Hafermilch oder Drink selber. Aber wenn ich sowas sehe, wie gesagt, muss ich das immer ausprobieren. Ob das schmeckt und ja, ein bisschen die Nachfrage steigern und ja, die Zusätze sind auch, hier ist ein bisschen Öl drin, aber ja. Dann habe ich einmal Tomatenketchup geholt, dann Walnusskerne, einen Beutel fürs Omega-3 und so zum Knabbern, die sind immer sehr lecker. Zweimal grünen Spargel, zweimal Tomatenmark, zweimal den Tiefkühlknoblauch, weil wir ja immer, also eigentlich, wenn wir den kriegen, holen wir immer Tiefkühlknoblauch, weil wenn wir den frisch holen, haben wir sehr oft das Problem, dass der so muffig schmeckt und deswegen greifen wir immer auf Tiefkühlknoblauch zurück, wenn wir ihn denn haben können. Dann habe ich zweimal Erdbeeren gekauft. Ich weiß, das sind jetzt noch keine deutschen Erdbeeren. Ich habe sie trotzdem heute gekauft. Das sind Trauben. Habe ich ein Paket mitgenommen, genauso wie Pflaumen ein Paket, zwei Pakete Speisemöhren und schaut mal, wo die herkommen. Die kommen nämlich aus Datteln, also genau wo ich auch wohne. Das ist der Abbenhardt, der Möhrenbauer, der ist hier direkt bei uns um die Ecke und ja, die werdet ihr wahrscheinlich auch überall in Deutschland finden, die Möhren, die bei uns hier um die Ecke, ja, abgepackt werden, weil selbst dieser Abbenhardt-Möhrenbauer holt, glaube ich, Möhren aus Israel. Ja, weil der nicht nachkommt mit der Produktion und so. Und ja, deswegen werden halt auch ausländische Möhren eingekauft. Er verpackt die und dann steht das da drauf. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die das kennzeichnen müssen, dass die dann ja aus Israel oder wo auch immer herkommen. Ja, sind halt nur hier abgepackt, aber teilweise halt auch in Deutschland gewachsen. Ja,
Dann habe ich zweimal normales Mehl geholt und einmal Dinkel-Vollkornmehl. Mein Plan ist nämlich, wir wollen morgen Pizza machen und ja, die Männer mögen halt lieber normalen Pizzateig. Gesünder ist natürlich Vollkornpizzateig und ich werde das einfach mischen. Ich schätze mal im Verhältnis halb-halb, dass ich die Hälfte normales Mehl nehme und die Hälfte Dinkel-Vollkornmehl und das so ein bisschen unterzujubeln. Dann habe ich einmal Krautsalat, den veganen vom Aldi, auch geholt. Den mische ich mir einfach in normalen gemischten Salat mit rein, einfach um noch ein bisschen mehr Geschmack dran zu kriegen. Cherrytomaten, zwei Paprika, eine Avocado, Jodsalz. Ich weiß, man soll kein Jodsalz verwenden, allerdings hatten die kein anderes im Aldi. Und ja, ich habe jetzt einfach das mitgenommen und wenn ich nächste Mal normales Salz finde, nehme ich wieder normales Salz. Dann habe ich die mitgenommen, die Vita Reform, die Pflanzenmargarine. Normal nehmen wir Alsan S, wenn wir denn mal sowas benutzen. Aber die gab es im Aldi natürlich nicht und deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, dann gehen wir einmal hier rüber. Ich hatte gar keine Bananen mehr. Ich habe gestern die letzten aufgegessen und zum Glück hatten die im Aldi heute schon welche, die Pünktchen haben. Also so ein bisschen angereift sind schon, da habe ich die natürlich mitgenommen und ja, noch andere, die noch nachreifen können. Dann habe ich zwei Pakete Physalis mitgenommen, ich finde die total lecker. Die waren heute im Angebot, ein Paket für 79 oder 75 Cent. Feldsalat, vier Salatherzen. Dann habe ich Brötchen mitgenommen, hauptsächlich für meinen Sohn und meinen Mann. Aber manchmal, sonntags zum Beispiel, esse ich auch gerne mal ein Brötchen. Habe ich einmal diese hier mitgenommen, so mit Körnern, ballaststoffreich, vegan. Und die anderen, die sind auch vegan gekennzeichnet. Ein Weltmeisterbrot, hauptsächlich für die Arbeit und für die Schule von Bernd und meinem Sohn. Ein Eisbergsalat. Eine Zucchini, wieder so zum Knabbern, einmal Kartoffeln, zweimal Birnen, auch zum Entsaften und zum So-Essen und ja, zwei Pakete Wasser, einmal die großen Flaschen, die stehen bei uns überall in der Wohnung rum, wir füllen uns die immer auf, wieder mit Wasser, also mit Wasser, ja klar mit Wasser, aber mit Kranwasser. Und ja, wir wechseln halt einfach mal die Flaschen zwischendurch, weil irgendwann schmeckt das Wasser dann muffig daraus. Und deswegen habe ich heute ein neues Paket mitgenommen. Wir haben in jedem Raum immer eine Flasche stehen. Und dann kann man da, also ja, wir sind Flaschenkinder, wir trinken immer aus der Flasche alle. Und die kleinen Flaschen hier mit diesem Sportscap oder wie das heißt, so zum Aufflippen, die nehme ich halt, wenn ich Fahrrad fahre oder mein Sohn nimmt die auch mit in die Schule. Und ja, die füllen wir auch immer wieder auf, bis sie halt ja hinüber sind und dann gehen sie zurück. Ist ja, sind ja Pfandflaschen und ab und zu erneuern wir die halt. Ja, das habe ich alles eingekauft. Schreibt mir gerne eure Gedanken und Anregungen dazu in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!